Gleis 1, Einfahrt S1 nach Meißen-Triebischtal über Kurzweg. Abfahrt 909. Vorsicht bei der Einfahrt. Hallo, Nase. Na? Boah, die Leute denken echt, sie verhungern, nur weil sie mal einen Tag nicht einkaufen gehen können. Ey, wie die Hamster, wirklich. Weißt du schon, was du da dann anziehst? Wie war die Klausur? Ich hab nicht bestanden. Die scheiß Bahn ist ausgefallen und ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen. So ein Bullshit. Kannst du das irgendwie nachschreiben oder so? Ja, ich müsste. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob ich darauf Bock habe. Jetzt fange ich wieder damit an, bitte, okay? Das ist doch so. Ich bekomme die ganze Zeit nur Theorien in mein Hirn gehämmert und kann nicht mal ein fucking Ikea-Regal zusammenbauen. Und was bringt mir dann das ganze Wissen, wenn ich es dann nie brauche? Das bringt dir insofern was, als dass du später mal einen richtig geilen Job mit ordentlich Kohle kriegst. Und du hast übrigens einen sehr talentierten Freund, der dir jedes Ikea-Regal aufbauen kann, was du willst. Hey, habt ihr was mitgebracht? Fang! Sag mal, bist du eigentlich sicher, dass du das mit der Prüfung so durchziehen willst? Ja, schon. Und dann bleibst du ewig im Waschsalon, oder? Was ist denn daran verwerflich? Naja, es ist halt ein Wasch... Also... Ist das nicht zu wenig Geld? Jetzt los. Oh nein, heute ist Montag. Scheiße. Lass uns um. Ey, bist du bescheuert? Hallo? Was ist denn mit dir? Kannst du jetzt nicht einfach da durchspazieren? Bist du bescheuert? Was ist denn los mit dir? Ja, du bist so ein Feigling. Du kannst doch jetzt nicht einfach hier so. Hallo? Du kannst doch nicht einfach so da reinspazieren. Hast du mal geguckt, was heute Abend eigentlich so läuft? Nee, noch nicht. Hm. Ist ja auch erst kurz nach 8. Ach so. Ey, dann schalte mal um wegen Tagesschau. Was? Nachrichten.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Seit wann schaust du denn Tagesschau? Seit wann bist du so? Jetzt warte doch mal ganz kurz bitte. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das EU-Parlament hat heute die umstrittene Urheberrechtsreform auf den Weg gebracht. Als ob das wirklich durchkommt. Ey, guten Morgen. Hast du die letzten Monate eigentlich gepennt? Also, manchmal verstehe ich dich echt nicht. Du tust so, als würde dich Politik interessieren, aber hast eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was abgeht, oder? Ja, und jetzt machst du es aus, weil dir die Nachrichten nicht passen, oder? Ja, ist das denn ernst? Ja, findest du das gut, was da abgeht? Findest du das gut, dass hier in Dresden bald die Polizisten mit Handgranaten rumlaufen und wir hier so einen dicken Nazi-Stempel aufgedrückt bekommen? Findest du das gut? Nein, natürlich nicht. Ja, wie kannst du dann so cool bleiben? Ja, weil ich zum Beispiel wusste, dass das Gesetz da durchkommt. Ich war dagegen sogar noch demonstrieren. Demokratien arbeiten nur mal langsam. Und wenn du nicht wie die Nazis auf dem Mond lebst oder Janosch heißt, dann kriegst du eigentlich auch alles mit. Fick dich. So, jetzt mach ich den Fernseher wieder an. Ja. Bis zum Schluss wurde hitzig und lautstark debattiert im Parlament. Ordnungsrufe inklusive. Derart viel Protest hatte es bislang noch nie im Vorfeld einer Reform gegeben. Kritiker fürchten vor allem den Einsatz von sogenannten Upload-Filtern. Diese Technik ist eben noch nicht fertig, nicht ausgereift und wird ja nicht nur von uns kritisiert, sondern zum Beispiel auch vom Bundesdatenschutzbeauftragten, vom UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit. Also insofern, diese problematischen Instrumente werden jetzt die logische Konsequenz sein. So langsam echt keinen Bock mehr. Die Menschen, die Politik, das geht mir alles auf den Sack. Wie jetzt, du hast keinen Bock mehr? Das heißt, ich habe beschlossen, Dresden zu verlassen. Und wo willst du hin? Berlin? Leipzig? Was schwebt dir vor? Ich meine das ernst. Ich will weg von hier komplett. Wie zu auswandern? Ja, warum nicht? Hab ja schon oft drüber nachgedacht. Ja, und wohin? Amerika. Was ist denn an Amerika besser als hier? Da ist ein menschenfeindlicher Orang-Utan an der Staatsspitze. Die Straßen sind im Arsch und das Gesundheitssystem ist auch ziemlich grottig. Das hast du dir richtig toll überlegt. Ja, und wie stellst du dir das vor? Was wird dann aus unserem Leben? Ja, was wird aus uns? Hey, hast du gedacht, ich hab dich vergessen? Du kommst natürlich mit. Es steht dir so richtig gut, so von heute auf morgen einfach abhauen. Hast du dir mal eine Sekunde Gedanken darüber gemacht? Na klar. Guck. Hier. Das ist meine Green Card. Du besorgst dir einfach auch so einen ESTA-Antrag und dann holt uns dort meine Tante vom Flughafen ab. Weißt du, du redest hier einfach so von uns, dabei weißt du noch nicht mal, ob ich überhaupt mitkomme. Na, natürlich kommst du mit. Nein. Entweder du kommst mit oder... Ich gehe allein. Was soll das denn jetzt? Du verstehst doch, du musst doch bitte verstehen, dass ich nicht einfach so mitkommen kann. Ich habe hier meine Familie und meine Freunde und die lieben mich und ich liebe die und ich liebe dich. Verstehst du das? Nein, das verstehst du nicht, ne? Weil du keine Familie hast, die dich liebt. Weil deine Mutter zu früh in die Kiste gestiegen ist und dein Vater sich einen Scheißdreck um dich schert.
Tut mir leid. Denk doch mal kurz nach. Nur weil du jetzt auswanderst, gehen ja deine Probleme nicht weg. Eigentlich haust du ja nur von deinen Problemen ab, oder? Ich weiß, dass hier nicht alles perfekt oder schön ist, aber man kann ja auch was dafür tun, damit es besser wird. Außerdem haben wir hier uns. Wollen wir das vielleicht einfach auf morgen verschieben und jetzt schlafen? Hm? Du Spinner, ey. Na dann, gute Nacht.